Ich höre Sie gut. Ah, Herzlich super. willkommen. Schönen Abend. Guten Abend. Hallo. Sehr schön, dass Sie dabei sind. Wir haben gerade das Tourboard jetzt abgeschlossen. Das Gastrointestinale, es waren recht viele Fälle, aber wir sind jetzt gerade völlig aufgewärmt quasi und freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, wir haben das schon mal gemacht, solche Leitlinien, so die relevanten Punkte durchgesprochen. Das hat dann sehr gut getan, den Teilnehmern vom Tourboard einfach auch nochmals um das Wissen abzugleichen. Wir haben das mit dem Herrn Alcarzenum gemacht, mit dem Herrn Aigner aus Graz damals und das war wirklich gut. Und jetzt freuen wir uns auch auf ein kurzes Update oder auf ein Update von Ihnen bezüglich der Pankreaskarzinom-S3-Leitlinien. Wir haben dann sicher auch noch Fragen und ja, sind froh, dass Sie hier sind und dass Sie verbinden und ja, freuen uns auf den Vortrag. Prima, ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich gebe mal den Vortrag frei. Ich hoffe, Sie können ihn jetzt auch sehen. Jetzt schaue ich noch, dass ich das in die Präsentationsmodus bekomme. Jetzt müssten Sie ihn sehen können. Ist das so? Prima, sehr schön. Und ja, das sind die Interessenskonflikte und das ist die letzte Version 2013 und wir haben im Prinzip einige Bereiche abgedatet. Wir machen das jetzt als Living Guideline, das heißt, wir machen jetzt jährliche Updates. Und bei Screening ist der Thomas Kress, bei der Diagnostik Julia Meierle und der Lars Krenacher, bei der chirurgischen Therapie der Waldemar Uhl und die Andrea Tannapfel führend und bei der Systemtherapie die Marianne Sinn für die Neoadjuvanten und Adjuvanten und bei den Palliativen der Volker Heinemann. Das sind jeweils die Arbeitsgruppenleiter. Die ganzen Arbeitsgruppen habe ich jetzt nicht aufgeführt. Fangen wir beim Screening an. Wir haben uns überlegt, es ist die Frage, wer hat ein erhöhtes Risiko? Und wir haben diesmal jetzt ganz gezielt mal definiert, was sind das? Das sind im Prinzip Blutsverwandte von Menschen mit Pankreaskarzinom. Und dann im Prinzip auch, wenn das zwei oder mehr Blutsverwandte auf derselben Seite erkrankt sind, dann ist es für den Verwandten tatsächlich ein deutlich erhöhtes Risiko und haben dann auch festgelegt, wenn jemand diesen starken Verwandtschaftsgrad hat, dann sollte man genetische Untersuchungen anbieten. Und zwar folgende Untersuchungen, die hier aufgezeigt sind. Das ist so das Panel, das untersucht werden soll. APC, ATM, BRCA1 und 2, CDKN2A, die Mikrosatellitenmarker, PALB2, STK11 und P53. Da hat man die großen Teils die familiären Pankreaskarzinome, aber auch die Pankreaskarzinome in der Familie mit abgeklärt, sodass man damit schon eine ganz gute Übersicht hat, auch für das Risiko eines erstgradig Verwandten von einem Indexpatienten mit einem Pankreaskarzinom. Das war schon zum Screening. Dann kommen wir schon zur Diagnostik. Und bei der Diagnostik haben wir diesmal festgelegt, dass wir bei Patienten mit resizierbarem Pankreaskarzinom präoperativ ein zweiphasiges Dünnschicht-CT brauchen. Das ist für die Diagnostik Thorax-Abdomen. Aber eben auch noch, wenn man resizieren will, ein Leber-MRT mit Diffusionswichtung oder alternativ, wenn das möglich oder zugelassen ist, ein FDG-PET-CT. Und da geht es einfach um das Vorliegen von Fernmetastasierung mit höherer Sicherheit auszuschließen. Das heißt also, nicht sinnvolle Resektionen dem Patienten, der Patientin zu ersparen. Das PET-CT hat keine so richtig gute Spezifität, 76%. Das ist in den NICE Guidelines sehr gehypt worden. Wir haben uns deswegen, weil die meisten Metastasen eben im Sinne von Mikrometastasen in der Leber stattfinden, haben wir auch gesagt, ein Leber-MRT mit Diffusionswichtung wäre uns auch schon recht. Wir haben das in der eigenen Studie gesehen, immerhin 15% der Patienten haben intraoperativ im CT alleine vorher nicht detektierbare Mikrometastasen, sodass das, denke ich, eine sinnvolle und wichtige Maßnahme ist und jetzt auch international in den Guidelines abgebildet ist. Wir haben dann auch, und das ist das Verdienst vor allem von Lars Krenacher, eine strukturierte Befundung uns empfohlen. Das kann man natürlich nie festlegen, aber wir haben es empfohlen. Was sollte denn in einem Befund zu einem Pankreaskarzinom stehen? Einfach damit man beurteilen kann, gerade ist das ein resektabler, ein grenzwertig resektabler oder ein lokal fortgeschrittener Befund. Und das ist sozusagen jetzt der Algorithmus, der in einigen Kliniken auch schon umgesetzt ist. Viele haben es nicht. Insbesondere, was ich ganz spannend fand, ist, dass auch die Atherosklerose im Truncus ciliacus, die ja möglicherweise dann intraoperativ Perfusionsprobleme bringt und der AMS mit beurteilt werden soll. Das geht ja, weil wir haben ja ein Mehrphasen-CT. Aber in der Regel muss ich sagen, das habe ich auch lange Zeit bei uns nie gesehen. Und deswegen glaube ich, lohnt sich so eine strukturierte Befundung, auch den Gefäßbezug des Primärtumors. Sie sehen es dann hier eins drüber, dass es wirklich detailliert
dargestellt ist. Das kann man sehr gut algorithmisieren in Computerprogramme, sonst wird es etwas mühsam, aber ich glaube, das lohnt sich gerade für das Pankreas. Bei der chirurgischen Therapie haben wir erstmals jetzt, muss man sagen, festgelegt, dass man tatsächlich das Pankreaskarzinomchirurgie eine High-Volume-Chirurgie sein sollte. Wir haben in Deutschland immer noch sehr viele Häuser, die so 1, 2, 5 machen. Wir haben zwar die GBA-Vorgabe, dass es eigentlich nur noch ab 10 erstattet wird, aber dann gibt es sehr viele Ausnahmen von dieser Regel. Und wir haben jetzt gesagt, eigentlich sollten die in Krankenhäusern mit über 20 Major-Resektionen, also das sind Pankreaskopfresektionen, diese OPS-Codes, die 524 und 525, durchgeführt werden. Das passt zu dem, was wir für die zertifizierten Zentren der Deutschen Krebsgesellschaft verlangen. Und das kommt so ein bisschen aus, das ist nur eine Analyse jetzt hier von Goyker, die zeigt, dass das Überleben tatsächlich in zertifizierten Zentren mit hohem Volumen besser ist und damit auch entsprechend, weil das natürlich nicht nur an den Operateuren liegt, sondern es liegt natürlich auch am gesamten perioperativen Setting, dem Failure to Rescue und Ähnlichem. Und wir sind mit den 20, Sie sehen das hier schon, eher an der unteren Grenze des Ganzen, nicht an der oberen Grenze, was manche andere empfehlen. Aber wir haben uns deswegen für die 20 auch entschieden, weil das auch die Vorgabe in den zertifizierten Zentren sind. Wir haben jetzt erst kürzlich sehr schöne Daten gesehen, die sind letzte Woche publiziert worden, aus dem Wiesen-Institut, die Daten von der GKV genommen haben, also den gesetzlichen Kassen, und zeigen konnten, dass Menschen, die in zertifizierten Pankreaszentren behandelt werden, also resiziert werden und ihre Therapie erhalten, einen 10-prozentigen Überlebensvorteil haben im Vergleich zu Patienten, die außerhalb solcher Zentren behandelt werden. Also ist auch nochmal ein Baustein, der für diese Mengenangabe spricht. Bei der Systemtherapie, da ist ja immer die Frage, was ist wirklich resektabel und was ist nicht resektabel. Sie wissen das, wir haben in Deutschland da auch noch ganz durchaus geografische Unterschiede, gerade in Baden-Württemberg, was resektabel und nicht resektabel ist. Und es gibt auch in Baden-Württemberg Städte, wo es keinen nicht resektablen Pankreastumor gibt. Die klassische Konfiguration ist aber die, dass man sich natürlich nach den NCCN-Guidelines richtet. Und die geht nach Gefäßbezug, arterieller Involvierung, venöser Involvierung. Und entsprechend, wir haben uns für die Leitlinie auch an den NCCN-Guidelines orientiert. Sie wissen, es gibt doch die Alliance und es gibt die JPS-Klassifikation. Wir haben aber auch jetzt, was die Resektabilität angeht, zum ersten Mal den IAP-Konsensus mit einbezogen. Und der IAP-Konsensus hat das grenzwertige resektable Stadium erweitert, nämlich nicht nur anatomisch definiert, also Gefäßbezug, venöse Infiltration, sondern eben auch biologische Kriterien jetzt mit berücksichtigt, und zwar ein CA19-9 über 500. Und wenn man das weiß, aufgrund dessen, dass man zum Beispiel ein PET gemacht hat, sind die Lymphknoten betroffen oder kann man bioptisch zum Beispiel im Lymphknoten eine Metastasierung nachweisen. Und wir haben diese Kriterien, setzen auch konditionale Kriterien fest, nämlich ein ECOG von 2, in dem Fall tumorbedingten ECOG von 2. Auch das wäre dann bei einem eigentlich anatomisch resektablen Tumor automatisch ein grenzwertig resektabler Tumor. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben Chirurgie, moderne Chirurgie versteht als eine der wichtigen Modalitäten in der Therapie des Pankreaskarzinoms. Aber wenn man sagt, bei dieser extrem prognostisch ungünstigen Erkrankung ist ein multimodaler Ansatz eigentlich das, was wir gemeinsam wollen. Wir wollen miteinander das erreichen, dass es dem Patienten besser geht und dass wir Überlebenszeit verlängern. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Schritt. Was ist nämlich die Konsequenz? Das ist nochmal für diese biologischen Parameter des CA19-9 unter 500 haben wir ein medianes Überleben von 20,1 Monate. Wenn man 500 bis 1000 oder dann auch die ganz hohen Werte 1000 bis 2000 nimmt, dann geht es runter bis auf 12 Monate. Das heißt also deutlich schlechteres Überleben. Das ist eine andere Gruppe von Patienten mit Pankreaskarzinom. Das heißt, wir haben gesagt, wenn das so ist, dann ist das dann sind das auch bei anatomischer Resektabilität grenzwertig resektable Tumoren. Und die Konsequenz ist, dass man diesen Patienten eine Vorbehandlung gibt. Und das sind jetzt so mal Meta-Analyse-Daten aus der holländischen Gruppe, die zeigen, dass tatsächlich nach einer neoadjuvanten Therapie, das sind die roten Blöcke, sind die direkt
operierten Patienten, die in dem blauen umrandeten Kästchen sind, die eine neoadjuvante Therapie erhalten hat, im Schnitt das Überleben länger wird. Die Resektionsrate nach neoadjuvanter Therapie ist 64%, aber die R0-Resektionsrate nach neoadjuvanter Therapie ist eben 89%. Das heißt, wir erreichen das besser, was wir erreichen wollen. Man muss sagen, die adjuvante Therapie mit 69% ist noch sehr optimistisch. Das ist in Studien, geht das teilweise runter bis auf 50%. Das heißt, die adjuvante Therapie ist sicher nicht das Ausschlaggebende, sondern wenn, dann die präoperative Therapie, weil die Therapie bekommen über 90% der Patienten. Das gibt auch Daten aus dieser sehr kleinen SPAC-5F-Studie, die auch zeigen konnte, egal was ich präoperativ mache, ob das jetzt grün, Folfirinox, blau, Gem-Cap ist oder auch eine Radiochemotherapie, im Vergleich zur sofortigen Chirurgie bei grenzwertig resektablen Tumoren habe ich einen Überlebensvorteil durch die Vorbehandlung der Patientinnen und Patienten. Das konnte auch die Preopunk-Gruppe zeigen, die eine präoperative Radiochemotherapie untersucht hat. Das ist ja die Studie, Chirurgie mit adjuvanter Therapie verglichen mit einer präoperativen Gemcitabin-basierten Radiochemotherapie und dann gefolgt von Chirurgie und gefolgt von 4 Zyklen Gemcitabin. In dem Gesamtkollektiv gab es zwar, Sie sehen das, einen Unterschied, der aber nicht signifikant war. Das Konfidenzintervall ging über die 1, sowohl für das Gesamtüberleben. Für das krankheitsfreie Überleben war das gerade signifikant mit einer Hazard Ratio von 0,73 und einem Konfidenzintervall zwischen 0,55 und 0,96. Für die grenzwertig resektablen Tumoren ist der Effekt aber tatsächlich signifikant. P-Wert 0,029, Hazard Ratio 0,62. Und präoperativ 17,6 versus 13,2 Monate. Subgruppenanalyse, klar, aber man sieht hier auch im Überleben, die Kaplan-Meier-Kurven bleiben getrennt. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Ergebnis und unterstreicht noch einmal die Bedeutung der präoperativen Therapie für diese Patientengruppe. Die R0-Resektionsrate bei den grenzwertig Resektablen, interessanterweise hier 79% nach Vorbehandlung versus 13% ohne Vorbehandlung. Wie sieht es nun beim lokal fortgeschrittenen Pankreaskarzinom aus? Da haben wir eine Meta-Analyse von Zucker schon von 2016, die zeigt, dass eigentlich intensivierte Therapien für Patientinnen und Patienten mit lokal fortgeschrittenem Tumor sinnvoll sind. 2013 hat man noch gesagt, wir wissen es nicht, wir machen Gemcitabin, aber Sie sehen es hier, medianes Überleben 24 Monate. Wenn man sich erinnert, was erreichen wir in der metastasierten Situation mit diesem Protokoll, sind wir da bei 11,1 Monate. Das heißt, es ist eine andere Gruppe und die hat tatsächlich, die profitiert von dieser Therapie mit medianem progressfreien Überleben von 15 Monaten. Das ist interessanterweise auch in prospektiven Studien erreichbar. Das ist eine Studie aus Japan, die letztes Jahr vorgestellt worden ist, die beide Protokolle verglichen hat, Gemcitabin nab-paclitaxel und Folfirinox auf der anderen Seite und eigentlich zeigen konnte, dass beide Protokolle gleichermaßen gut, das Folfirinox ist immer in blau gezeigt, das Gemcitabin nab-paclitaxel in rot, fast gleichartig performen, sowohl im Tumor ansprechen, wie auch in der CR19-9-Response, da gibt es vielleicht sogar einen geringfügigen Vorteil vom Gemcitabin nab-paclitaxel. Und im Überleben sieht man vielleicht einen marginalen Vorteil über die Zeit dann fürs, aber nicht signifikant fürs Folfirinox. Ansonsten hat das, schneidet auch das Gemcitabin nab-paclitaxel sehr gut ab. Und Sie sehen, das mediane Überleben sind wir hier bei 24 Monaten. Das ist das, was die Meta-Analyse von Zucker ungefähr auch gezeigt hat. Also insgesamt gut vergleichbare Daten jetzt aus einer prospektiven Studie und beide Protokolle eigentlich schneiden die sehr gut ab. Ist ganz erstaunlich, weil man hätte ja immer gedacht, dass Gemcitabin nab-paclitaxel vielleicht ein bisschen ungünstig ist, aber hier hat es nicht den Anschein. Und in der SWOG-Studie, die neoadjuvante Studie bei resektablen Patienten, haben wir das ja auch gesehen. Da gab es auch keinen Winner, wenn man die beiden Protokolle miteinander ins Rennen geschickt hat. Das heißt, wir haben letztendlich, dass die Empfehlung war schon vorhanden, die für die neoadjuvante Strahlentherapie und Strahlenchemotherapie. Da hatten wir noch nichts Neues. Da warten wir jetzt im Prinzip auf die Daten der CONCO-007-Studie, die dieses Jahr auf dem ASCO als Oral Presentation kommen werden. Das heißt, in 4 Wochen wissen wir dazu mehr, ob wir da wieder updaten müssen.
Bei den grenzwertig eingeschätzten Tumoren soll man eine präoperative Chemotherapie oder entsprechend dem holländischen Protokoll eine Chemostrahlentherapie durchführen. Und bei einem als lokal fortgeschritten eingeschätzten Tumor soll eine initiale Chemotherapie durchgeführt werden, weil wir eben für die Strahlen- und Strahlenchemotherapie im Augenblick keine Daten haben. Die werden wir aber von der Konko-Studie bekommen. Wie sieht es nun aus, wenn der Patient unter mit lokal fortgeschrittenem Tumor unter einer Induktions- oder einer neoadjuvanten, in Anführungszeichen, Therapie stabil bleibt? Und das Problem ist, dass die Bildgebung uns da häufig im Stich lässt. Selbst exzellente Radiologen und auch bei hochauflösender Bildgebung und höchst differenzierten Geräten gelingt es nicht, Fibrose von residualem Tumor zu unterscheiden. Und trotzdem ist es dann bei Exploration möglich, eine hohe Zahl, das ist jetzt eine kleine Studie von Ferone, wir haben das in Deutschland gemacht mit der Neolab-Studie, da waren es jetzt nicht 92% wie hier, aber immerhin 62% zumindest zu explorieren. Das ist eine Studie, die im Prinzip zwei Arme hatte, verglichen hat, Induktion mit Gemcitabin-Nab-Paclitaxel, das wurde entweder fortgeführt oder es wurde dann sozusagen in so einem All-In-Approach dann modifiziertes Folferinox sequenziell eingesetzt bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem Pankreaskarzinom. Und die wurden dann, wenn man jetzt keinen Progress festgestellt hat, tatsächlich exploriert. Und 62% wurden tatsächlich exploriert und davon wurde dann ein Teil der Patientinnen und Patienten auch resiziert. Und was man sieht ist, das ist natürlich jetzt nicht randomisiert für Resektion versus Nichtresektion, sondern das ist einfach die, die man nicht resizieren konnte. Und da sind Sie hier in dieser grünen Kurve, die schneiden schlechter ab. Die Hazard Ratio ist 0,34 im Vergleich zu denen, bei denen eine Resektion möglich war. Und also Sie sehen, da haben wir ein deutlich besseres medianes Überleben und auch medianes progressionsfreies Überleben. Das heißt, das scheint Sinn zu machen, dieses Konzept zu verfolgen, zu explorieren und dann zu resizieren. Die zentrale Auswertung der Bildgebung hätte nicht dafür gesprochen, das zu tun, aber es konnte eben bei relativ hohen Anteil der Patienten tatsächlich auch durchgeführt werden. Deswegen haben wir in der Leitlinie gesagt, dass bei Borderline-Resektablen, klar, wenn die stabil bleiben, die werden resiziert. Das sind ja Patienten in der Regel ohne arterielle Infiltration. Und aber auch bei den lokal fortgeschritten eingeschätzten Tumoren sollte nach neoadjuvanter Therapie und mindestens stabiler Erkrankung in der Schnittbildgebung eine Exploration erfolgen, um eine sekundäre Resektabilität beurteilen zu können, in der Mangelung einer noch nicht ausreichenden Bildgebung. Wir haben aber auch gesagt, das sollte dann schon in einem Zentrum mit entsprechender Erfahrung erfolgen, das heißt in einem Zentrum, was eben mindestens 20 Major-Resektionen im Jahr durchführt. Bei der Systemtherapie der Adjuvanz, da haben wir eigentlich nur das ergänzt, was aufgrund der Leitlinien, der Laufzeit der Leitlinien noch nicht drin war, das ist eben die adjuvante Therapie mit dem modifizierten Folferinox. Wir haben uns für das Gemcitabin, Capecitabin beim ECOG Größe 1 bis 2 entschlossen. Das sind Daten ja eigentlich, die nur für die N0-Resizierten sehr gut sind, aber es ist im Prinzip in der Mangelung einer besseren Kombination Gemcitabin-Nab-Paclitaxel konnte ja im primären Endpunkt nicht überzeugen und deswegen hat es auch keine Zulassung bekommen, auch wenn die Hazard Ratio bei 0,82 lag für das Gesamtüberleben, aber eben nicht so überzeugend, dass man dafür eine Empfehlung aussprechen sollte. Deswegen diese Protokolle. Und ich wollte Ihnen nur ein Beispiel zeigen. Das sind die Daten, die jetzt Thierry Conrat letztes Jahr auf dem ESMO vorgestellt hat, die sich dann im 6-Jahres-Überleben, Langzeitdaten, krankheitsfreies Überleben und Gesamtüberleben sehr eindrucksvoll den Unterschied noch einmal zeigen zwischen Folferinox auf der einen Seite, Gemcitabin auf der anderen Seite. Auch wenn man sagen muss, natürlich viele Patienten mit Rezidiv in dieser Situation, die dann natürlich auch intensivierte Protokolle bekommen haben, aber trotz dessen zeigt sich diese deutliche Verbesserung durch die initiale Gabe dieses Dreifachprotokolls. Und man sieht aber auch, dass die Daten zu Gemcitabin aufgrund der intensivierteren Folgeprotokolle immer besser werden, als wir das noch aus den Konko-Studien oder aus der ESPAC-3-Studie kennen. Wann sollte man beginnen? Wir hatten schon die Empfehlung 12 Wochen bis zu 12 Wochen postoperativ. Das wird jetzt auch nochmal unterstrichen durch die gepoolte Analyse der Konko 001, 05 und 06 Daten, die eben zeigen, das Frau Kurikrat publiziert hat, dass die Patienten, die tatsächlich eine Komplettierung ihrer Chemotherapie durchführen können, postoperativ
besser abschneiden als die Patienten, bei denen das nicht der Fall ist. Das heißt, etwas später anzufangen, aber die Chemotherapie komplettieren zu können, ist von Vorteil. Der frühe Beginn ist nicht entscheidend, sondern die Frage, kann ich die Therapie durchführen? Sodass wir für dieses Kapitel resektable Therapie, Adjuvanz bei gutem ECOG-modifiziertes Folfirinox, bei ECOG 1 bis 2 Gemcitabin oder Gemcitabin-Capecitabin, Beginn bis zu 12 Wochen postoperativ und Komplettierung von 6 Zyklen, wenn möglich. Bei den grenzwertig resektablen neoadjuvante Chemotherapie oder nach holländischem Protokoll Radiochemotherapie, eine Sollte-Empfehlung. Und bei den lokal fortgeschrittenen primäre Kombinationschemotherapie und dann auch eine sekundäre Exploration, wenn eine stabile Erkrankung vorhanden ist. Für die neoadjuvante Therapie haben wir gesagt, haben wir noch nicht genügend Evidenz, weil die Langzeitauswertung der Breopank-Studie eine Subgruppenauswertung ist. Man sieht aber, dass die Patienten, die die Therapie bekommen, wirklich auch profitieren. Wir wissen auch, dass die adjuvanten Studien ein hochselektives Patientengut eigentlich nur adressieren. Das ist ungefähr nur die Hälfte derer, die durchkommen. Wir haben das in unserer Eigenstudie gesehen, wenn man präoperativ randomisiert, kommen ungefähr 50% bei der adjuvanten Therapie an, auch in dem Arm, der Upfront Surgery heißt. Also von der Seite her werden 90-92% die neoadjuvante Therapie komplettieren. Wir haben jetzt ein Poster dann beim ASCO, wo wir die Überlebensdaten vorstellen. Das sieht sehr gut aus für die neoadjuvante Therapie. Die Studie war aber nicht darauf angelegt, von der Power her, dass wir tatsächlich da belastbare Aussagen treffen können. Die SWOG macht im Augenblick die Studie, die Preopank 2 hat fast fertig rekrutiert, 330 von 362 Patienten, da werden wir definitiv Antworten zu bekommen. Wie sieht es in der Palliation aus? Da haben wir im Prinzip so ein bisschen besser definiert, wer soll was bekommen und da auch patientenorientiert gesagt, das spielt der ECOG-Performance-Status eine Rolle. Es geht um die Lebensqualität und es geht um den Patientenwunsch. Was möchte der Patient haben? Bei den fitten Patienten ist natürlich Folfirinox im Vordergrund. Gemcitabin, Nab-Paclitaxel ist natürlich eine Option. Erlotinib haben wir doch drin gelassen, weil es historisch drin war und es die eine Phase-3-Studie von Moore gibt. Und Gemcitabin dann aber bei den Patienten, die vom ECOG her sich nicht für eine Kombinationschemotherapie eignen. Gemcitabin nach Paclitaxel zu der Twitter-Funktion, das kann man auch bei den Fitten einsetzen und kann es aber auch bei den nicht so fitten Patientinnen und Patienten einsetzen, wenn man eine Kombination noch durchführen möchte. Aber es ist eben vorrangig Performance-Status, Komorbidität, Präferenz des Patienten, das sind die wichtigen Parameter. Dann die Frage ist, finden wir endlich mal Subgruppen, die man spezifisch angehen kann? Kann man mehr machen beim metastasierten Pankreaskarzinom? Und da ist natürlich die Gruppe der Tumoren mit Reparaturdefizienzen in der DNA-Reparatur. Und das ist so ein bisschen ambitioniert, dass 42% der Karzinome eine genomische Veränderung haben, die für eine Studie qualifiziert geht, aber die man dann tatsächlich auch behandeln kann. Da wäre ich ein wenig zurückhaltender. Aber wir haben natürlich die Daten aus der Polo-Studie. Und deswegen haben wir gesagt, bei Patienten mit einer Keimbahnmutation im BRCA1 und 2, die sollte man auf jeden Fall testen, einfach deswegen, weil sonst weiß ich nicht, ob die das haben. Weil wenn die eine BRCA1-2 Keimbahnmutation haben, dann profitieren die definitiv von der platinhaltigen Therapie. Wir haben es in der Polo-Studie gesehen, da war halt das mediane Überleben 18 Monate und nicht nur 11 Monate in der metastasierten Situation. Auch in der Gruppe, die keine Erhaltungstherapie mit Olaparib bekommen haben. Die können aber, die haben eine Option einer Erhaltungstherapie. Olaparib hat ja das progressionsfreie Überleben verlängert. Und von der Seite her gibt es da auch eine Indikation, allerdings eben im Rahmen der Studie nur bei Patienten, die mindestens 16 Wochen eine platinhaltige Therapie erhalten hatten und darunter stabil waren. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Kriterium. Die zweite Gruppe, die vielleicht noch für gezielte Therapien in Frage kommt, sind dann die Tumoren mit einer Mismatch-Reparaturdefizienz. Das ist beim Pankreaskarzinom sehr selten, Mikrosatelliteninstabilität, aber da kann man auch mal den Einsatz von Checkpoint-Inhibitoren erwägen. Allerdings muss man sagen, wenn alle anderen Therapieoptionen ausgeschöpft sind, das sehe ich ein bisschen anders als beim kolorektalen Karzinom. Ich sage Ihnen auch gleich, warum. Das ist nur noch mal zur Erinnerung, die Kriterien der Polo-Studie eben schon ein selektioniertes Patientengut, einfach deswegen, die haben, das sind Patienten mit BRCA-Mutation,
Die mussten aber stabil sein. Da sind etliche rausgefallen. Das heißt, es scheint offensichtlich eine Gruppe von Patienten zu geben, die eine Keimbahnmutation BRCA1 und 2 haben, aber trotzdem nicht platinsensitiv reagieren. Woran das liegt, weiß im Moment eigentlich keiner. Und die haben dann zur Erhaltungstherapie das Olaparib bekommen. Und 38% immerhin der Patienten hatten einen Krankheitsprozess. Da waren relativ wenige, die die Randomisierung abgelehnt haben. Deswegen gibt es offensichtlich durchaus eine Gruppe, das ist nicht ganz hundertprozentig, sondern das sind so ungefähr 60%, die dann dafür qualifizieren. Und dann haben wir die Patienten eben unter Olaparib, eine deutliche Verlängerung im Vergleich zu Placebo vom progressionsfreien Überleben. 32,6% progressionsfrei beim Cut-off versus 19% der Patienten. Aber Sie sehen die Überlebenskurven, 18,9 versus 18,1 Monate, kein signifikanter Unterschied. Das heißt, ich kann mit Olaparib den Progress verzögern, ich kann aber nicht das Überleben verlängern, weil auch diese Gruppe eben dann sehr gut auf Platin anspricht und weil ich natürlich, ehrlich gesagt, die vorher rausgefiltert habe, die das nicht tun, weil die ja gar nicht erst in die Randomisierung kamen. Wie sieht es nun bei der Immuntherapie aus? Und das ist so ein bisschen das Dia, was ich Ihnen zeigen wollte. Da sieht es ganz schlimm aus, weil wenn man die somatischen Mutationen per Megabase anschaut, ist das Pankreaskarzinom wirklich ganz unten. Das ist nur noch, wird nur noch vom Aderhautmelanom getoppt. Und selbst da sind die objektiven Anspruchraten auf Checkpoint-Inhibitoren sehr gering. Wir haben einen MSI-High-Status von 1-2% beim Pankreaskarzinom. Und wenn man das anschaut, Sie kennen die Keynote-158-Studie, da sind die Daten eigentlich nur bei den Gliomen ähnlich traurig. Sie sehen hier überall not reached, medianes Überleben, fantastisch. Immerhin beim Cholangiokarzinom 24 Monate. Beim Pankreaskarzinom medianes Überleben bei mikrosatelliteninstabilen Tumoren unter Checkpoint-Inhibition 4 Monate im Median. Deswegen würde ich ehrlich gesagt sagen, ist das noch kein Standard und würde trotzdem diese Patienten primär für eine Chemotherapie qualifizieren und ich würde die nicht primär mit dem Immuncheckpoint-Inhibitor behandeln. Auch wenn einzelne Patienten, und Sie sehen das, wir haben einmal, es gibt welche, die sprechen bis zu 40% mit ihrem Tumor an. Und es gibt auch Patienten, die eine Dauer des Ansprechens von 16 Monaten haben, medianes Überleben von 10 Monaten. Das heißt, in dieser Gruppe beim Pankreaskarzinom der mikrosatelliten instabilen Tumoren scheint es wirklich besondere Subgruppen zu geben. Ob das jetzt zum Beispiel die RAS-Wildtypen sind, die besonders häufig diese Mikrosatelliteninstabilität zeigen, wissen wir nicht, einfach weil die Gruppe so klein ist. Das ist die größte Datensammlung mit 22 Fällen überhaupt im Augenblick. Das ist natürlich sehr, sehr dürftig und ich glaube, das definiert einfach noch keinen neuen Standard in der Situation. Wie sieht es unter den Folgetherapien aus? Das ist ein bisschen schwierig, einfach deswegen, weil es gibt nur eine einzige auch durch klinische Studien zugelassene Therapie, das ist das 5FU nanoliposomale Irinotecan, das Napoliroschim. Und das haben wir dann bei Gemcitabin-basierter Vorbehandlung auch empfohlen. Unter den Kriterien, in denen die Studie durchgeführt worden ist, mit dem Karnofsky-Performance-Status über 70% und einem relativ günstigen Komorbiditätsprofil. Angeboten sollte es, wenn der ECOG kleiner oder gleich 2 ist, drüber eher nicht, weil da macht es keinen Sinn mehr. Und wenn man jetzt, man kann natürlich auch, wenn man Napoli nicht einsetzen möchte, das Off-Regime nehmen, das ja in der Konkur-Studie auch gezeigt worden ist und auch gute Ergebnisse erzielt hat. Es gibt immer noch die Frage, warum ist Off gut und warum ist Vollfox, das ja die kanadische Gruppe eingesetzt hat, schlecht. Aber bei der kanadischen Studie muss man ehrlich sagen, der Pankreas-Studie, fragt man sich immer, warum jetzt das 5FU so ein fantastisches Medikament geworden ist, das ein medianes Überleben der Zweitlinie von 9,6 Monaten hatte. Deshalb gibt es in keiner anderen Studie weltweit zum Pankreaskarzinom in der Zweitlinie mit 5FU. Deswegen so ganz verstehe ich die Studie ehrlich gesagt nicht. Die nach Folfirinox, was mache ich dann? Die Prodisch-Gruppe hat Gemcitabin gemacht. Heutzutage wird häufig auch Gemcitabin-basierte Therapie, also das wird, heißt im Klartext Gemcitabin nach Paclitaxel angeboten als Kombination. Es ist nicht zugelassen. In Deutschland haben wir da immer das Problem, dass da auch Regresse drohen können und
Es ist eine Therapie, die durchaus toxisch ist. Wir haben 40% Grad 3-4 Nebenwirkungen, insbesondere auch febrile Neutropenie. Das heißt, das muss man in die Hand des erfahrenen Behandlers legen. Und es ist sicher kein Standard für alle Patientinnen und Patienten. Das muss man auch mit dem Patienten besprechen, ob er bereit ist für so eine Therapie. Und wir sehen auch bei Patienten teilweise deutliche Knochenmarkseinschränkungen nach Folfirinox in der ersten Therapie, was dann das Gemcitabin nach Paclitaxel durchaus, also sagen wir mal, modifizierungsbedürftig macht. Die Drittlinientherapien haben wir keinen wirklichen bewiesenen Nutzen. Sie wissen, dass in der Napoli-Studie ein paar Patienten auch drin waren, die dritte oder vierte Linie die Kombination bekommen haben. Aber das ist dann wirklich sehr individuelle Entscheidung zwischen Behandler und Patientin und Patient. Was macht man in der Situation am besten? Häufig werden dann auch molekulare Tumorboards herangezogen. Das machen wir. Wir sequenzieren dann sehr viel den Tumor. Und bei den Patientinnen und Patienten mit RAS-Wildtyp findet man dann doch ab und zu eine Alteration, zum Beispiel eine Genfusion, NRG, NTRK, die man noch targeten kann. Insofern glaube ich, ist das eine interessante Option. Das Fazit hier, Kombinationschemotherapien in der metastasierten Situation bieten sich bei gutem ECOG an. In der Zweitlinie haben wir nur Studien nach Gemcitabin-Vorbehandlung, nichts in der Zweitlinie nach Folfirinox. Ich wollte das, habe das bei der beim BMBF in Deutschland eingereicht, dass wir das mal in der Studie untersuchen wollten, gerade auch unter dem Gesichtspunkt Lebensqualität, Kombinationstherapie, Zweitlinie nach Folfirinox. Hat man gesagt, ja, das wäre ganz interessant, aber so richtig interessant ist es nicht. Okay, dann machen wir es im Prinzip ohne. Wir werden Registerdaten aus Frankreich dazu bekommen. Wir haben 5-FU und Aliri, wir haben OFF, aber da, glaube ich, gibt es tatsächlich Forschungsbedarf. Für die Drittlinie gibt es fast nichts mehr. Und wir haben zunehmend, sagen wir mal, spannende Subgruppen. Einmal die BRCA1, zwei mutierten in der Keimbahn, das sind Platin- und Olaparib-Behaltungstherapien qualifiziert. Und bei den MSI-High, da habe ich absichtlich geschrieben, eventuell Immuncheckpoint-Inhibitoren, weil wir, wie gesagt, da noch relativ bescheidene Ergebnisse haben und leider das Pankreaskarzinom der Tumor ist, der die allerungünstigsten Ergebnisse mit dieser Gruppe hat. Vielleicht finden wir in Zukunft noch günstigere Immuntherapeutika, die uns da weiterhelfen. Damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Super, vielen Dank. Das war eine sehr, sehr schöne Übersicht und gibt dann wirklich gutes Basiswissen, wie man jetzt diese Tumoren behandelt. Es gab einige interessante Punkte. Ich gebe die Frage in die Runde. Wer hat Fragen? Ich kann ganz kurz noch kommentieren. Jan Schmidt, früher Heidelberg, Herr Seifert, eine Erkenntnis aus früheren Zeiten. Grüß Herr Schmidt, ja. Die Tatsache, dass die Tumoren nach der neoadjuvanten Behandlung ja mal bildgebend kaum schrumpfen oder eigentlich kaum kleiner werden, ist ja schon lange bekannt. Und man weiß ja, dass eben trotzdem der perivaskuläre Tumor in vielen Fällen tot ist durch die Behandlung. Deswegen, ich glaube, ich denke, die Message, dass die Schrumpfung gar nicht so sehr das Entscheidende ist, sondern einfach die Tatsache, dass die Vorbehandlung stattgefunden hat, absolut folgerichtig, weil man ja 60% der Fälle dann keine vitalen Tumorzellen mehr erlebt, die der optimale Behandlung durchgegangen ist. Ja, das praktizieren wir ja eigentlich auch schon so. Der Aspekt mit dem hohen CA19-9, der ist wahrscheinlich ein neuer Aspekt. Den haben wir bisher nicht ganz so stringent berücksichtigt dabei. Das ist, glaube ich, noch etwas, was wir mehr auf dem Radar haben müssen. Ja, genau, das ist sicher. Also ich meine, die ganze Einteilung, die Sie ja gesagt haben, wie Borderline-Resectable oder eben nicht, also das ist diese IAP-Einteilung, die ist sicherlich auch gut, dass man das mehr zuzieht. Wir werden in der Schweiz noch versuchen, ein Register aufzusetzen bezüglich Pankreaskarzinom und neoadjuvante Therapie, auch beim Resektablen, in der resektablen Situation, weil das zum Teil jetzt gemacht wird. Wir wollen diese Patienten verfolgen. Es ist gerade morgen dann Diskussion in der Schweizerischen Arbeitsgruppe für klinische Krebsforschung, ob das dann gelingt oder nicht. Aber es gibt jetzt doch schon eine Tendenz, dass gewisse übergehen und auch die resektablen neoadjuvant behandeln. Sie haben vorher gesagt, da fehlen doch noch ein bisschen die Studiendaten. Wie sehen Sie das? Wir machen das jetzt zum Teil oder eben bei klaren Sitten oder bei Patienten, wo wir denken, das könnte geeignet sein, machen wir das eben, weil die auch viel besser die Chemotherapie bekommen, wie Sie auch gesagt haben, eben 90% versus 50% Chemotherapie. Therapierate oder Behandlungsrate ist doch ein großer Unterschied.
Also ich bin ein absoluter Fan davon. Wir haben das ja 2013 angefangen. Wir hatten in Deutschland dann wirklich Schwierigkeiten, die Studie zu rekrutieren. Wir waren vor den Holländern, aber die haben uns dann meilenweit überholt, weil die Bereitschaft nicht sehr hoch war, da zu rekrutieren, weil also viele Angst hatten, wenn ich jetzt nicht operiere, dann geht der Patient verloren. Und ich glaube, das hat sich deutlich geändert, auch in der Chirurgie, weil das, ich glaube, das Wesentliche, was wir alle gelernt haben, ist, dass bei neoadjuvanter Therapie die Morbidität und Mortalität perioperativ nicht zunimmt. Und die Patienten, die dann während dieser Therapie progredient werden, keine guten Patienten sind für eine Chirurgie, einfach weil die progredient werden durch eine Metastasierung. Und das wären auch keine Patienten, die dann von der Chirurgie per se profitiert haben. Und die Prozentrate ist deutlich niedriger. Wir haben es in der Neonac-Studie, hatten wir 6%, die tatsächlich unter Therapie progredient waren, hatten aber auf der anderen Seite 15% der Patienten, die intraoperativ Mikrometastasen hatten im Upfront-Surgery-Arm. Also von der Seite her, glaube ich, ist das eine absolut sinnvolle Maßnahme. Was ich mir noch als Frage stelle, ist, was sollte man optimal machen? Und was wir jetzt versuchen aufzulegen, ist eine Studie, die wird aber nicht einfach sein, in die Finanzierung zu bekommen, ist, wie lange sollen wir es machen? Die SWOG macht 4 Monate, die Preopunk 2 macht auch 4 Monate. Und ich glaube, wir haben jetzt mit 2 Monaten vor Therapie in der Neonac-Studie sehr gute Daten erzielt, die genauso gut sind wie 3 Monate in der SWOG. Die hatten jetzt 3 und machen jetzt 4. Und es ist natürlich für den Patienten eine enorme Belastung, 4 Monate oder länger sogar total neoadjuvante Therapie mit dem Tumor sozusagen zu leben. Und ich denke, es wäre wichtig zu wissen, wer braucht längere Therapie. Vielleicht brauchen die mit den größeren Tumoren oder den Borderline-Resektablen tatsächlich 4. Aber vielleicht kommen wir bei den Resektablen auch mit 2 aus und können die Ergebnisse verbessern. Und wir wollen jetzt einfach mal so ein 4-versus-2-Konzept machen mit entsprechender komplementärer Therapie in der Adjuvanz. Wobei eben, wie gesagt, in der Adjuvanz kommt ungefähr nur die Hälfte. Da muss ich ehrlich sagen, setze ich nicht so sehr mein Geld drauf, dass das effektiv ist. Aber mal gucken, ob wirklich 4 notwendig sind oder ob man vielleicht sogar mit der kürzeren Therapie hinkommt oder ob man es stratifizieren kann, bei den einen 4 besser, bei den anderen 2. Okay, sicher eine spannende Frage. Aber die Patienten, die es eigentlich gut tolerieren, denke ich, weil man hat ja in der Prodig 23 doch gesehen, dass die 12 Zyklen scheinbar wichtig sind, dass es dann doch eigentlich 6 Monate braucht. Also da gibt es ja auch gute Evidenz dazu. Die es tolerieren, finde ich, gibt es keine Gründe, dann die Therapie früher abzubrechen und sie nach 2 Monaten in die Operation zu schicken. Ja, wir haben, wie gesagt, wir sehen von den Ergebnissen her, sehen wir nach 2 Monaten keinen Unterschied zu dem, was die SWOG nach 3 Monaten sieht, präoperativ. Und gerade bei der Prodig, die kriegen ja nicht alle 6 Monate. Die haben ja auch keine Dosisintensität von 100% und nicht alle können die Therapie tatsächlich komplettieren. Und wir haben auch den Vorteil in der Neoadjuvanz, dass wir natürlich eine nicht veränderte Anatomie haben, wir haben eine bessere Perfusion der Organe, wir haben fittere Patienten, wir haben eine höhere Dosisintensität. Also vielleicht reicht uns das aus, aber vielleicht auch nicht. Ich glaube, es ist eine offene Frage. Vielleicht brauchen die das oder sie brauchen es nicht oder wir könnten vielleicht Subgruppen identifizieren. Wir gucken gerade jetzt in der Neonax mal nach, machen eine Nanostring-Sequenzierung von den Tumoren, um zu schauen, gibt es Unterschiede zwischen denen, die richtig gut profitiert haben und die gar nicht profitiert haben von der Vortherapie. Und vielleicht gibt es eine molekulare Erklärung, wen sollte man eigentlich wie intensiv vorbehandeln. Wahrscheinlich müssen wir einfach mehr lernen noch. Und es wird, ich glaube, beim Pankreaskarzinom ist es sehr heterogen. Manche brauchen das unbedingt und bei manchen können wir wahrscheinlich kürzer sein. Aber da müssen wir noch ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, auf jeden Fall. Aber vermutlich wird es extrem schwierig sein, wenn jemand nicht 6 Monate neoadjuvante Therapie bekommen hat, nach der Operation zu sagen, wenn das resektabel war, jetzt geben wir keine Therapie mehr bei einem solch tödlichen Tumor aus. Also Sie können dann ja kaum sagen, nach 3 Monaten neoadjuvante Therapie, jetzt ist der Tumor draußen. Rückfallsrate ist immer noch extrem hoch. Wir entfernen uns von diesen 6 Monaten und geben jetzt einfach gehen in die Nachsorge. Oder würden Sie das machen? Nein, das nicht. Wenn der die Therapie bekommen kann, bekommt er die. Das ist ganz klar. Aber wir sehen eben auch, es gibt viele Patientinnen und Patienten, die nicht in die Adjuvanz kommen, aus unterschiedlichen Gründen, Komplikationen, Fisteln, schlechter Allgemeinzustand, früher Progress, auch postoperativ. Also es gab viele aus der Upfront-Surgery-Gruppe, die das nicht erreichen konnten. Und das sehen wir eben, dass eben dieses adjuvante Patientenkollektiv einfach ein wirklich hochselektiertes Kollektiv der Besten ist, postoperativ. Und wenn man präoperativ randomisiert, sieht die Welt ganz anders aus. Okay. Spannend. Weitere Fragen? Ich habe noch eine Frage zur metastasierten oligofokal metastasierten Situation. Das ist ja jetzt nicht Leitlinienthema gewesen, aber wir haben ja immer wieder Patienten, die, sage ich mal, 1 oder 2 Metastasen haben, zugegeben sind vielleicht 5% oder 10 maximal.
die dann unter Chemotherapie stabil bleiben über einen längeren Zeitraum oder sogar kleiner werden und keine neuen Metastasen entwickeln. Was meinen Sie denn zu solchen Patienten? Also es gibt ja anekdotische Daten aus größeren Fallkontrollstudien, wo man sagt, wenn man die dann sekundär ausnahmsweise resiziert, dass die ein verlängertes Überleben haben. Also das ist eine ganz spannende Frage. Das ist natürlich eine Frage großer Zentren, weil die sehen diese Patientinnen und Patienten. Und wir haben in Deutschland ja zwei Studien, die sich mit der Frage beschäftigen. Das ist die HOLYPUNK-Studie in Köln, die schon läuft, und die Metapunk-Studie, wo Michael Gadimi und Jens Siewicke dran sind, die jetzt in die, praktisch in der Phase ist, dass sie gleich startet. Und die prospektiv mal genau diesen Punkt untersuchen, profitieren Patienten dann von der Operation des Primärtumors unter Metastasen oder behandelt man die einfach weiter? Ich bin sehr gespannt auf die Daten. Ich glaube, es wird auf eine gute Patientenauswahl ankommen. Und ich bin überzeugt davon, dass es einzelne Patientinnen und Patienten gibt, die bei guter Auswahl tatsächlich davon profitieren. Andere werden es nicht tun. Und da werden wir durch die Studien, wenn es prospektiv gemacht wird, glaube ich, viel lernen. Wir alle kennen ja diese Einzelpatienten, die dann da 5, 6, 7 Jahre mit teilweise mehrfach Metastasenchirurgie ganz gut kommen. Ich glaube, es ist einfach, wir wissen noch nicht genau, wie wir die vorher molekular identifizieren können, sondern wir sehen es am Verlauf. Aber ich glaube eben auch, dass man da doch, je länger das rezidivfreie Intervall, desto aggressiver kann man sein. Ja, und die machen in dem Fall auch eine wirklich spannende Begleitforschung, sodass ich mir da wirklich erwarte, dass man zumindest Hinweise bekommt, wer könnte von sowas neben der reinen Bildgebung, wer könnte so davon profitieren und bei wem lohnt sich's eher nicht. Und kriegen wir Hinweise auf die, die dann doch einen Progress haben. Und die Frage dann auch, wie lange behandle ich vor? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Und wie viel Stabilität erwarte ich, dass das Konzept am besten zum Tragen kommt? Okay, super. Besten Dank. Also das war sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob weitere Fragen da sind. Ich weiß nicht, ob wir noch die Zeit haben. Ja, das ist die Frage. Ja, wir würden sonst schließen. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Wir werden diesen Vortrag sicherlich immer wieder jetzt dann auch zitieren im Tumorboard. Das haben wir jetzt alle so gehört. Und das ist so eine, eben die Leitlinie, wie sie auch heißt. Und das ist für uns ein gutes Nivellieren des Wissens. Vielen Dank, dass Sie das mit uns zusammen gemacht haben. Wir wünschen Ihnen einen ganz schönen Abend und nochmals besten Dank. Auf Wiedersehen. Sehr gerne. Ich bedanke mich. Ich wünsche auch einen schönen Abend. Tschüss miteinander.